Glückskammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Sesam, öffne dich. Da, 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 da. Wunderschön. Da geht aber auch kein Zentimeter mehr, ne? Guck mal, wir kriegen hier schon so ein Vorgefühl auf diese Pinien, Schatz. Nein, wir sind noch nicht in Kroatien. Wo ich hier bin, auf jeden Fall ist hier blauer Himmel und das erste kleine Sommerfeeling kommt hier schon auf. Eigentlich wollten wir hier nur kurz einen Zwischenstopp machen. Auf dem Weg in den Süden nach Kroatien, vor allen Dingen wollen ja weiterfahren als im Sommer, wo wir ja mehr in Istrien waren, haben wir dann gestern Abend gesagt, komm, dann lass uns anhalten. Und es war richtig schlechtes Wetter, es war so richtig Trübsalblasen am Himmel angesagt. Und dann haben wir hier gehalten und dann sind wir begrüßt worden mit einem mega Sonnenuntergang. Und jetzt das. Es ist einfach richtig schön. Und wenn ich euch jetzt zeige, wie das hier aussieht, wow. Der ganzjährig geöffnete Campingplatz liegt unmittelbar am wunderschönen Mildstätter See. Für uns ist das der perfekte Platz auf dem Weg in den Süden, vor allen Dingen Richtung Kroatien. Wenn ich drei Worte finden würde für diesen Platz, dann würde ich sagen klein, aber fein, familiär und traumhafte Natur. Kein Wunder also, dass es zahlreiche Auszeichnungen für diesen Platz gibt. Und in der Nebensaison sogar mit der AXI-Card genutzt werden kann. Übrigens, der See hat wirklich Trinkwasserqualität und verwöhnt im Sommer mit Temperaturen bis zu 26 Grad. Der seichte Sandstrand gehört zu einem der schönsten Strände am Mildstätter See, mit einem traumhaften Blick auf die Hohen Tauern. Diese einzigartige Lage direkt am See inspiriert Jörg, die Gitarre auszupacken und einen Song zu spielen. So habe ich immer gleich eine musikalische Erinnerung an diesen wunderschönen Moment. Und abends, da trifft man sich zu einem ganz besonderen Event. Jeder holt sein Stühlchen raus, denn hier gibt es die schönsten Sonnenuntergänge, die ich je gesehen habe. Der Himmel bricht auf, die Sonne. Ich finde, das hier ist schon so ein bisschen mediterran hier auf unserem Platz. 174 war das, nee, 176. War richtig schön hier. So, die Tasse hält bisher. Also ich bin begeistert. Mal gucken auf die nächsten Kurven. Im Wetter ist mega, guck mal. Aber wir müssen jetzt trotzdem weiter, weil wir haben ja noch ein Wunschziel und das wird sonst ein bisschen knapp. Der Jörg ist echt ein mega Fahrer. Ich würde jetzt hier nicht rauskommen. Boah. Aber unsere Scheiben, Schatz, die müssen wir aber nochmal sauber machen, bevor wir die Traumstraße fahren. Oder? Oh, ja, für dich ist genug, aber nicht. Und dann ging es endlich nach Kroatien. Noch hatten wir gar kein Ziel, sondern einfach nur erstmal Richtung Traumstraße. Platz, kleine Badebucht, soll auch ein gutes Restaurant sein. Was für ein Geschenk, oder? Wir stehen hier wirklich unmittelbar am Meer und der Blick aus unserem Fenster ist auch richtig cool. Oh.
einen schönen Urlaub. Start ist schon mal gut, oder? Wetter geil. Schon eine Woche unterwegs. Aber in deinem Geiste. Richtig schön. Ich schon überall war diese Woche. In meinen Gedanken auch. Was für ein Geschenk. Wir stehen hier auf einem Platz. Also wir sind ja einfach losgefahren und haben gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen Sommer haben. Und den haben wir jetzt. Und Kroatien war dann doch wieder unser Herzensziel. Ich glaube, das löst bald schon Italien ab. Und wir haben bislang ja noch nie hier Mitte, Ende September einen Urlaub verbracht. Bislang entweder im Frühjahr oder jetzt im Juni oder dann sogar viel später Ende Oktober, Anfang November. Und da waren viele Plätze hier zu, viele kleine Autocamps. Und in diesem Jahr steht diese Reise, glaube ich, unter dem Motto: Suche kleine, schöne Plätze inmitten der Natur. Und den haben wir hier gefunden. Der Jörg sitzt da schon und wartet auf den Sonnenuntergang und ich freue mich ganz doll. Ich zeige euch jetzt mal den Platz. Natürlich gibt es auch ein paar Abstriche, die man machen muss. Man hört es vielleicht schon, es ist unmittelbar hier eine Straße. Aber für uns ist das jetzt hier vollkommen okay. Wir finden das mega, wir freuen uns. Und ja, das wird eine spannende Reise. Und klar, wir nehmen euch natürlich mit. Der Campingplatz Raka unterteilt sich in zwei Plätze. Einmal vorne am Meer mit einem wunderschönen Blick auf das Meer. Im hinteren Teil, da muss man durch einen kleinen Tunnel fahren. Achtung, bitte die Höhe bedenken. Aber es gibt noch eine Einfahrt, die von der Straße aus angefahren werden kann. Und da gibt es keine Höhenbegrenzung. Auch der hintere Teil ist sehr, sehr schön. Man ist sozusagen umschlossen von einem Bergmassiv. Hier findet man auch Mobilheime und modernere Sanitäranlagen, Duschen, alles, was man braucht, als die, die vorne sind. Das haben wir nämlich auch erst gar nicht gewusst, deswegen betone ich es so. Viele haben in den Foren geschrieben, dass sie die Straße störte, der Lärm. Uns hat die Straße überhaupt nicht gestört. Vielleicht lag es auch daran, dass sie natürlich in der Zeit nicht so befahren ist wie in der Hauptsaison. Eigentlich wollten wir an diesem Abend, unseren ersten Abend in Kroatien, der immer etwas ganz Besonderes, finde ich, ist, wenn man so ankommt und dann auch noch so aus dem Halbherbst- und Winterfeeling in Ostdeutschland in das pure Sommerfeeling reinpurzelt, in einem Restaurant essen, aber irgendwie war das so schön dort und dann gab es eben was anderes. Schatz, Sonnenuntergang mit Bratkartoffeln. Aber nächstes Mal möchte ich gerne so einen schönen Mangold-Gemüse- und Fischplatte. Schön hier in Köln, ne? Schöne Stellen. Und dann kam Sonnenuntergang, Teil 2. So, langsam geht die Sonne unter. Winterjacke. Ja, man merkt, die Sonne hat ganz schön viel Kraft. Also du hast dich schon angezogen. Nicht langsam, es ist total schnell. Ich bin noch im Sommeroutfit. Ich gleich schwimmen. Ah, es ist so, es ist einfach so schön. Guten Morgen, Herr Kemp. Ist das nicht cool, hier so aufzustehen? Hör mal, das Wasser. Was? Ah, ich finde das so schön. Guck mal. Wenn man jetzt wollte, könnte man jetzt ein Morgenschwimmen veranstalten. Aber ich bin noch nicht so weit, glaube ich, dass ich ins Wasser gehe. Richtig cool. Ich trinke jetzt mal meinen Morgentee. Wie versammeln sich hier die Vögel? Die zeigen uns jetzt den Weg, Schatz, wo es lang geht. Die wissen selber nicht so genau. Die wissen, glaube ich, selber nicht so genau wie wir. Die wissen auch nicht, wo es lang geht. Ja, jetzt lichtet es sich schon, die ersten reisen ab, die einen fahren Richtung Heimat, die anderen kommen gerade an und fahren nach oben Richtung Split, Dubrovnik. Und wir, ja, wir machen jetzt auch den nächsten Stopp, wohin auch immer. Also keine Reservierung, sondern wirklich
Ja, das ist jetzt gerade schön, das genießen wir. Entspannt losfahren und uns treiben lassen. So Schatz, erster Stopp haben wir geschafft und der war schon mal richtig super. Ich habe mir was mitgenommen übrigens. Weißt schon was? Steine. Ja, weil das war das, der lag da auf diesem Platz und das soll mein Erinnerungsstein sein für diesen schönen Moment. Der Steineweise. Es ist mega heiß, oder? Jetzt. Wenn die Sonne kommt, Leute, Hochsommer. Unglaublich. Wir fahren jetzt weiter die Küstenstraße. Ursprünglich haben wir überlegt, ob wir noch zur Insel Pack oder so wollen. Aber da ich ja so ein Wunschziel habe, was ziemlich weit ist, noch weit ist, fahren wir jetzt erstmal die Küstenstraße lang und lassen uns überraschen. So, dann geht's los, ne? Ja, jetzt sind wir mal gespannt, Schatz, wo es jetzt uns hinführt. Erstmal die Straße entlang, ne? Weil das ist einfach mega gut. Also an dieser Straße kann man ungefähr alle 10 Meter anhalten, ne? Und sich diese Aussicht anzugucken. Man fährt oft viel zu schnell einfach weiter. Guckt euch das an hier. Absolut genial. Also immer wieder die schönste Strecke, Schatz. Und du fährst mich dahin, dankeschön. Okay, go. Go with the flow. Das ist ja meine Kindheitsinsel, aber die lassen wir jetzt aus, weil da waren wir ja schon. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, wie man gerne möchte, muss man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist im Moment hier diese Straße, die wir entlang fahren und vielleicht so Richtung Sadar erstmal. So, jetzt sind wir kurz vor Sadar. Jetzt geht es über diese Brücke hier. Wow. Hier kannst du Bungee springen, Schatz. Guck mal hier. Oh mein Gott. Da ist das. Ist das nicht diese Bungee-Anlage? Sieht so aus. Boah. Hammer. Mir wird schlecht. Ich würde da auch nicht runterfliegen. Aber ist der Hammer. Ganz schön voll hier. So, wir stehen jetzt hier auf dem super Luxusplatz. Kostet 58,20. Aber ich glaube, nee, warte, was hat sie gesagt? 52. Es kommen aber noch Kurtaxe zu. Du guckst auch nicht gerade glücklich. Ich glaube, Sadar lassen wir mal links liegen. Also, unser Bauchgefühl ist richtig. Ist nicht unser Platz. Ist uns einfach zu sehr Neubausiedlung. Ist sicherlich schön und auch toll für einen Besuch nach Sadar, aber definitiv nicht unser Platz. Es war sehr gut, dass wir dort waren, denn da haben wir etwas gesehen, was uns später sehr helfen wird. Jetzt sind wir gespannt, wo wir heute ankommen. So, kommen wir noch zu unserer Schiffsfahrt, Schatz. Cool, doch Italien. Boah, da sind aber riesen Pötte, die hier sind in Sadar. Ich würde gucken jetzt, warte mal, wo wir hin müssen. Es geht los. So schnell ändern sich die Pläne. Und hier trifft der Spruch, alles hat seine Zeit, zu 100% zu. Ich bin ja echt jetzt gespannt wie ein Flitzebogen. Weil wir kommen jetzt auf jeden Fall nicht mehr hier weg. Das sieht aber sehr verlassen aus. Also ich finde, wenn man schon mit Nice to see you begrüßt wird, das ist doch schon mal echt was super Tolles. Oh. Wir sind 8 Minuten zu spät. Sehr interessant hier. Also das ist ja jetzt echt nochmal ein kompletter Unterschied zu dem, was wir eben gesehen haben. Es ist Ruhe pur. Hört euch das mal an, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Und wie gefällt es dir hier, Jörg? Ich find's mega. Ich find's richtig schön. Hier? Ja. Das ist wie so ein Paradies, ne? Als ob du so da. Was? Und wie diese Reise weitergeht und ob wir und welchen Platz wir gefunden haben, das seht ihr beim nächsten Mal.
glücklich sein.